Oh! Weggewischt! Oma Wutz. Ganz fest! Jetzt kommt die sogar mit hässlich. Jetzt geht's rund, die Oma frisiert Tauben und der Opa leckt an Raupen. Wir switchen rüber und let's rock. Oh, ja, was passiert? Genauso. Ein Bumerang? Bumerangs sind etwas ganz Besonderes. In Australien ja. Gibt's die seit uralten... Ah, Austratra hieß das also. Oh, ich hab's im Australien ausgesprochen. Voll falsch, Alter, voll falsch. Wow, dankeschön, Kaka. Dankeschön, Kaka. Was macht man denn damit? Wir spielen... Ganz schön viele in ein Wort, Alter. Werfen und spielen. In einem Satz. Ja, so ähnlich. Nur wenn du einen Bumerang wirfst, kommst du... Das geht doch. Wenn du mit dem Bumerang rauskommst. Oh, oh, jetzt wird's ernst für Pepper. Bester Wurm ever. Aber, oh. Junge, dieses Wischdinge kann aber echt viel, Alter. Das kannst du sogar Bilder wegwischen. Ich sag doch, dass das geht. Du hab ich gesagt. Schatz, probier du's doch mal, ja. Oh. Funktioniert? Ihr werft ihn einfach. Funktioniert. Oh. Oh. Weggewischt. Oma Wutz. Ganz fest. Jetzt kommt die sogar mit hässlicher Oma Wutz. Oh nein, die arme Oma. Was? Was? So vielleicht? Oh nein, wirft doch nicht die Oma weg. Die junge Oma kann aber durch die Gegend flattern, ey. Oh, das war Oma. Ja, ich hab ihn. Perfekt. Der Bumerang ist wieder zu Peppa zurückgeflogen, Ulf. Das war wohl eher der Oma-Rang, Alter. Was hast du da, Alter? Das ist mein Bumerang, Papa. Genau. Du musst ganz feste werfen, dann kommst du... Herr Wutz, ich zeig ihn da. Also brauche ich jetzt immer einen Bumerang, wenn ich kommen will? Ganz interessant. Schauen Sie her. 1, 3, 2, los! Genauso habe ich auch zählen gelernt. In der Schule. Na, wobei, in der Schule habe ich eigentlich 1, 2, 3 gelernt. Das war ja dann eigentlich falsch. Los. Wer wirft nicht gerne Bumerang um die ganze Welt? Und? Er kommt zurück, kommt aber nicht wieder. Perfekter Bumerang. Kommt er zurück? Oh, der Rumerbang ging aber in eine Scheibe. Oh. Am Ende laufen wir hier nach dem großen Bösen. Oma Wutz. Direkt in die Arme. Schon wieder. Oh. Oh mein Gott, der hat sogar eine Waffe dabei. Was will denn der Wolf mit einer Waffe? Die Mama Wutz so ganz geil. Haha, schieß doch. Hallo, hallo zusammen. Das ist Herr Hallo, hallo, hallo Herr Wolf. Geht's Ihnen gut? Oh. Vielen Dank. Sie ist gut, gut, gut. Nur ein wenig hungrig. Ich frage mich gerade, wo soll ich am besten zum Mittag essen? Ey, vor dir stehen vier perfekte Schweineschnitzel, Mann. Was willst du denn mehr? Sehr gerne im Essen. Wir gehen heute zu meiner Großmutter zum Mittagessen. Das Großmutter, mehr kennst du nicht. Wirklich? Ja. Ist. Warum erzählt man einen großen Wolf, dass man zur Großmutter geht? Ist das nicht scheiße? Das war weit? Nicht wirklich, ich. Wir nehmen die Abkürzung. Das geht schon. Papa kann nicht mal Karten lesen und will eine Abkürzung nehmen. Ach du Scheiße. Das ist gut. Gut, gut. Also dann. Gut, gut, gut. Wir sehen uns später. Wiedersehen. Bye, bye. Das war genauso wie bei Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Naja, Herrn Wolf, okay. Mitten im Tiefen. Je nachdem, wie man die Geschichte gelernt hat, okay, dann kann das schon hinhauen. Halt. Und ich gehe auch zur Großmutter. Oh, oh. Wo geht's lang, Papa-Papa-Papa-Putz? Ich weiß nicht genau. Da drüben steht ein... Wie willst denn du bei solchen Pfeile auch weiterkommen? Da steht nicht mal eine Himmelsrichtung drauf. Da steht nicht drauf, welche Straße das ist. Wälder haben eh keine Straßennamen. Das sind einfach nur rot, blau, grüne, gelbe, dunkle Scheißpfeile. Häuschen, fragen wir da nach dem Weg. Mhm. Hallo. Hola. Das wird bestimmt eine Grüße, Begrüßung auf Hawaii. Ja, hallo, La. Ist irgendwer zu genau. Hause? Ich frag mich, wer hier wohnt. So mitten im tiefen Wald. Lalt. Da stehen drei er wohnt nicht gerne in Lalt. Und drei Schüsseln mit Haferbrei. Hallo, Pep. Das ist Belinda Binderbär mit... Belinda Binderbär. Sehr gut, sehr gut. Mama und Papa Bär. Nehme ich mit. Hallo zusammen. Jetzt heißen die sogar Mama und Papa Bär. Oh, ich scheiß mir ein, Alter. Hallo, Herr und Frau Bär. Entschuldigen Sie. Herr und Frau was? Die Störung, Röhrung. Die Tür... Störung, Röhrung. Oh, oh.
Jetzt stand auf, da sind wir einfach aufspaziert. Ja. Das ist gar kein Problem. So. Hey, wieso können die denn einfach eigentlich da reingehen? Wieso ist das eigentlich in Sitcoms, in Trickfilmen, in Animes, gut, in Animes krachen sie manchmal einfach mit der Tür rein, üblich, dass man einfach durch die Tür gehen kann. Aber haben die Personen, die da drinnen wohnen, einen Schlüssel mal vergessen, kommen sie nicht mehr rein. Auch fremde Personen kommen ohne jeglichen Schlüssel durch alle Türen. Wie ist das möglich? Miriam, es ist schön, dass Sie da sind. Es gibt Haferbrei, Herrei. Ja. Er ist nicht zu heiß und nicht zu heiß. Er nee, so wie der dampft, ist der bestimmt nicht heiß. Das haut nicht hin. Heiß. Er ist genau heiß. Wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum Soß von hässlichen Oma und Kavitz. Könnten Sie uns erst näher geben, nicht herrlich? Dieser Weg das führt geradewegs zum Haus von Wegwutz. Danke. Wegwutz! Der ist gut. Von Wegwutz ist alles Mutz. Es besteht alles aus Wutz. Wenn sie nicht wutzen, dann ist irgendwas aus Wutz. Tschüss. Wow, das war fast wie in dem Märchen von Goldlöckchen und den drei Bären. Manchmal. Ja, mit dem kleinen Haus und den drei Stütschen. Und den drei Schmeißeln Haferbrei. Wir sind doch in einem Märchen drin. Ja, so ein Stück ein bisschen. Halbes Stückchen, ein bisschen, 3x3 plus 4x4. Okay, das war scheiße. Das war auch cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht getan, abonnieren. Die sind verabschiedet mich und bin damit raus.